Willkommen bei der Noob Gaming Company, der Games and News Community. Heute mit den News vom Donnerstag. Kracher natürlich wie immer vorhanden. World of Warcraft verbessert das Gedächtnis von Senioren. In den USA ist eine Studie veröffentlicht worden, wonach das Mehrspieler-Rollenspiel World of Warcraft das Gedächtnis von Senioren verbessert. Demnach teste ein Institut die Auswirkungen von World of Warcraft auf Senioren. In einem Zeitraum von 2 Wochen ließ das Institut 39 Personen im Alter zwischen 60 und 77 täglich 2 Stunden World of Warcraft spielen. Eine anschließende Untersuchung ergab, dass das tägliche Spielen des Online-Rollenspiels einer Verbesserung der räumlichen Vorstellungskraft und des Gedächtnisses der Testpersonen zufolge hat. Eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten der jeweiligen Testpersonen konnte die North Carolina State University allerdings nicht feststellen. Limbo, bald auch für iOS-Geräte erhältlich. Der dänische Entwickler Playdead plant die Portierung des Xbox Live Arcade-Hits Limbo. Derzeit werde nach einem Entwickler gesucht, der den Titel für mobile Spieleplattformen, darunter iPhone und iPad, umsetzen könne. Der in stilvollem schwarz-weiß gehaltenen Jump'n'Run-Titel begeistert durch seine düstere Atmosphäre und seine durchdachte Rätsel. Wer das Spiel noch nicht kennt, kann sich im Video unten in der Beschreibung selber von diesem Spiel überzeugen. Limbo ist bereits für PC, PS3 und Xbox 360 erschienen. Call of Duty Elite, neue Karten für PS3-Spieler. Für Elite-Mitglieder von Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es neue Karten. Für PS3-Spieler startet damit eine komplette Staffel mit neuen Gebieten. Die neuen Karten heißen Liberation und Piazza. In Liberation versteckt es euch in den New Yorker Central Park. Zahlreiche Gefechte zeichnen die ehemals grüne Lunge der Großstadt. Am Rande der Karten sind mehrere Geschütze fest installiert. Das bietet für Wagemutige viel Feuerkraft. In Piazza verschickt es euch in ein idyllisches Dorf an Italiens Mittelmeerküste. Doch die engen Gassen und verwinkelten Gebäude bieten Häuserkampf pur. Diese beiden Karten bilden den Auftakt für insgesamt 20 neue Gebiete für PS3-Mehrspieler. Die nächsten Zusatzinhalte für Premium-Spieler gibt es bereits zum 29. März exklusiv über PSN, PlayStation Network. Für Xbox gab es schon im Februar neue exklusive Gebiete. Daher dürfen sich PlayStation-Player nicht allzu sehr cool fühlen. SimCity 5 soll 2013 kommen. Der fünfte Teil der SimCity 4-Reihe scheint sich schon in der Entwicklung zu befinden. Der Titel soll schlicht SimCity heißen. Wie checknews.com berichtet, ist Maxis bereits mitten in der Entwicklung des Städteaufbauspiels. Schon in 2013 soll das fertige Produkt dann exklusiv für PC erscheinen. Zwar sind Informationen noch Mangelware, doch Maxis plant viele Neuerungen einzubauen. Die Grafik soll auf der Höhe der Zeit sein und viel Detailtreue in eurer Stadt bieten. Zudem könnt ihr im fünften Teil die Kamera dann selbst steuern. Neu ist auch, dass die Straßen weniger geradlinig sein sollen. Oh Mann. Ein Mehrspielerteil ähnlich Cities XL bietet euch Möglichkeit für Tauschgeschäfte und Online-Ranglisten. Game of Thrones, erstes Bild zum Online-Rollenspiel veröffentlicht. Das Hamburger Entwicklerstudio Big Point arbeitet zurzeit an einer Online-Spiele-Umsetzung von The Game of Thrones Online. Das Rollenspiel basiert auf der Fantasy-Saga Das Lied von Eis und Feuer und wäre bereits die dritte spielerische Umsetzung. Mittlerweile veröffentlicht der Browser-Spielspezialist ein erstes Bild zum kommenden kostenlosen Spiel. Laut Big Point soll der Fokus des Online-Rollenspiels auf Action und Dramatik liegen. Die erste geschlossene Beta zum Game of Thrones Online soll im Herbst dieses Jahres starten. Entwickler Big Point gibt auf der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco weitere Details zum Spiel bekannt. Battlefield 3 Miniaturoptik im Video. Zum Ego-Shooter Battlefield 3 ist ein Video veröffentlicht worden, das das Spiel in einem frischen Stil zeigt. So bestaunt ihr das in der Beschreibung verlinkte beeindruckende Video, das mit der Tilt-Shift-Technik aufgenommen wurde. Dank der Tilt-Shift-Technik wird das Geschehen im BF3-Video wie eine Miniaturansicht des eigentlichen Spiels. Dadurch erstrahlen die bekannten Battlefield 3-Karten in einem glänzlich neuen Licht. In knappen 2 Minuten langen Video seht ihr übrigens die Xbox 360-Version des DICE-Shooters. Musste erwähnt werden. Battlefield 3 ist am 27.10.2011 für PC, PS3 und Xbox 360 erschienen. Assassin's Creed 3, erstes Bild und amerikanische Revolution als Szenario. Assassin's Creed 3 könnte in den USA spielen. Es gibt wieder Gerüchte und Diskussionen zur Rahmenhandlung. Über Assassin's Creed 3 ist noch vieles unklar. Fakt ist, dass getreu der Serie ein neuer Schauplatz, eine neue Epoche in der Geschichte sowie ein frischer Charakter eingeführt werden soll.
Kotaku möchte übrigens mittlerweile aus internen Kreisen wissen, dass der neue Assassine ein amerikanischer Ureinwohner ist. Lies mittlerweile aus internen Kreisen wissen. Tut mir leid. Assassin's Creed 3 soll aller Voraussicht nach Ende 2012 für PC, PS3, Xbox 360 und für die Wii U erscheinen. Apropos Wii U. Wii U Tekken. Wii U Controller soll Vorteile bringen. Katsuhiro Harada, Produzent der Tekken-Reihe, hat in einem Interview verraten, dass er sich eine Nutzung des Wii U-Controllers für den kommenden Ableger der Serie sehr gut vorstellen kann. Demnach könne der berührungsempfindliche Bildschirm des Wii U-Controllers dazu benutzt werden, die Charaktere zu individualisieren. Wir denken über verschiedene Wege nach, den Touchscreen des Wii U-Controllers zu nutzen. Ich habe bereits viele Spieler gesehen, die ein Prügelspiel mit einem Lösungsbuch spielen. Demnach könnte es nützlich sein, ein Lösungsbuch auf dem Bildschirm des Wii U-Controllers zu sehen, während ihr das Spiel auf dem Fernseher spielt, so Harada. Darüber hinaus verriet er, dass Tekken für die Wii U wohl mit 60 Bildern in der Sekunde laufen soll. Nintendo plant, auf der diesjährigen E3 einen finalen Veröffentlichungstermin für die Wii U bekannt zu geben. BioShock Infinite. Veröffentlichungstermin steht fest. Entwickler Irrational Games gibt bekannt, dass BioShock Infinite am 19. Oktober in Europa für PC, PS3 und Xbox 360 erscheint. In Nordamerika erscheint der dritte Teil der BioShock-Reihe bereits am 16. Oktober diesen Jahres. Nach BioShock hätten wir die Vision eines Nachfolgers, der das Original in Sachen Umfang und Ambition komplett in den Schatten stellt, so Ken Levine. Wir haben uns in den letzten 4 Jahren ausschließlich auf BioShock Infinite konzentriert und wir können es gar nicht erwarten, dass die Fans es spielen können, fügte Levine hinzu. In BioShock Infinite erkundet ihr mit Held Booker DeWitt die Wolkenstadt Columbia und geratet dort in einen Bürgerkrieg, in welchem ihr eure Begleiterin Elizabeth beschützen müsst. Call of Duty Black Ops 2 erscheint am 12. November. Nachdem der Call of Duty Black Ops 2 bereits bei Amazon in Frankreich aufgetaucht ist, nennt nun der spanische Händler FNAC als Veröffentlichungstermin den 12. November 2012. Entwickler Treyarch und Publisher Activision äußert sich bislang nicht zu den Gerüchten rund um Black Ops 2. Auf der diesjährigen E3 könnt ihr wohl mit mehr Informationen zum Spiel rechnen. Apropos Black Ops, es wird bald eine Bewertung oder besser gesagt eine Meinung von F&K kommen oder besser gesagt eine Gegenüberstellung von Battlefield 3 versus Call of Duty Black Ops. Seid dabei, gebt dabei eure Meinung ab, wenn wir das Video hochgeladen haben. Oder schreibt uns am besten jetzt schon Fragen dazu, wenn ihr halt dann gleich was fragen wollt, wieso, weshalb, warum und so weiter. Oder wenn ihr eure Meinung abgeben wollt, vielleicht erwähnen wir sie ja dabei. Und das waren die News von Donnerstag. Bleibt auf jeden Fall, wie gesagt, immer am Ball, wie ich es doch immer so gerne sage. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Euer Zocker Jan.